habe ich gerade die Intensivbettenbelegung angeschaut vom Rottal. Kein Patient auf Intensiv. 44% der Intensivbetten sind frei und 46% mit diversen anderen Krankheiten. Da sind meiner Meinung nach natürlich auch Impfgeschädigte vielleicht dabei. Das wird aber nicht erfasst. Das heißt, 0 Patienten auf Intensiv im Rottal. Dann, wo sind die ganzen ungeimpften, schwer Erkrankten? Frage ich mich, wenn sie nicht auf Intensiv liegen. Und die sieht man jetzt da. Die sieht man jetzt da, die sind gesund und sind auf der Straße. Genau so schaut das aus. Und das darf man auch mal sagen. Im Gegensatz zu den Medien. So schaut er das an. Hier gehen wir für die Kinder auf die Straße. Für die Kinder. Weil die, wo für Kinder auf die Straße gehen sollten, die sind halt nicht da. Nächste Woche sind die Besprechungen im Bundestag über die Impfpflicht. Ganz ehrlich gesagt, können die beschließen, was sie wollen. Wir sind mindestens 15 Millionen, die sich niemals impfen lassen werden. Und das hat auch handfeste Gründe natürlich. Unser Bundeskanzler, der immer sagt, die extremistische Minderheit, der kann uns gern haben. Wir nehmen die da oben sowieso nicht mehr für voll, was die alles daherreden den ganzen Tag, ist eigentlich ein Kasperltheater. Wir lassen uns nicht mehr verarschen. Das Gute und die Wahrheit wird auf alle Fälle siegen. Und die Lüge und der Hass, die werden ganz tief untergehen. Und so muss das sein. Und so lange werden wir kämpfen. Und lang wird es nicht mehr dauern. So, mein Scheitel auf dem Auto, das ist immer aktuell. Das habe ich jetzt schon 1,5 Jahre drauf. Das ist immer noch aktuell. So, die zweite Runde ist beendet. Und jetzt zeigt man, was das für ein Haufen Leute sind. Und die Stimmung ist heute nur mal besser wie letzte Woche. Das ist ganz hervorragend.
Ja, der Zick. Hast du schon Zeit, wie viel da wir sind? 145 hat einer Zeit. Okay. Aber da hat noch einer dazugekommen. Polizei nicht. Ja, die braucht man heute nicht, gell? Ja, nicht. Du, muss ich mal dumm sagen, bist du von Rummersorgen? Ich bin von Rummersorgen, ja. Okay. Genau. Oder von der...